Der nächste Punkt, der eine Nachfrage eher elastisch oder unelastisch macht, ist die Dauerhaftigkeit. Wenn das Produkt eine lange Haltbarkeit, eine lange Nutzungsdauer hat, bin ich tendenziell eher elastisch. Ich kann den Kauf aufschieben. Wenn ich mir normalerweise jedes Jahr ein neues Auto kaufe, dann kann ich auch sagen, ach weißt du was, fährst du denn diesmal 2 Jahre statt ein Jahr? Bin ich also elastisch. Wohnzimmereinrichtung. Naja, wir wollten uns halt eine neue kaufen, aber die alte tut es auch noch. Wir wollten uns einen neuen Fernseher kaufen, der alte tut es aber doch noch. Dauerhaftigkeit macht tendenziell elastisch, aber wehe, das Teil fällt wirklich ganz aus. Dann sind wir plötzlich unelastisch. Wenn das Auto jetzt zusammenbricht, dann sind wir unelastisch. Aber Dauerhaftigkeit führt in der Regel zu Aufschiebbarkeit. Wir haben die Möglichkeit, den Kauf aufzuschieben, weil das Produkt halt noch hält. Die Nutzungsdauer ist relativ lang, deswegen sind wir dadurch tendenziell elastisch. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.